wo befinde ich mich gerade? Richtig, in Klingenthal für das Hockey Outdoor Triple. Heute, Freitag, das Derby Crimmitschau gegen die Dresdner Eislöwen. Das wird bestimmt richtig Bock machen. Ich finde es nur schade, so rein für die Optik, es fehlt der Schnee so ein bisschen. Das, denke ich mal, wäre optisch nochmal, das wäre aber richtig geil. Ansonsten ist das Wetter wirklich gut. Es ist zwar bedeckt, wie ihr sehen könnt, aber ein bisschen feucht ist es auch, aber es regnet aktuell nicht, es ist nicht bitterkalt, es zieht nicht zu hart. Von daher passt es richtig gut. Die Eisfläche, vielleicht kriegt man gleich noch ein paar Bilder, weil die ist da unten im Auslauf. Da ist die verbaut, da ist dann auch die Tribüne, da geht das dann runter. Mal gucken, vielleicht kriegt man ein paar Aufnahmen, bevor es losgeht, weil ich bin viel zu früh da. Aber ich habe einen richtig geilen Parkplatz hier und den gebe ich definitiv nicht mehr her. So, jetzt gehen wir mal an die Eisfläche, also zumindest oben an den Zaun und schauen mal, ob wir was erkennen können. Ich habe einen Top-Parkplatz, da sieht man es. Und da ist auch schon die Arena. Also viel besser kann man gar nicht parken. Das Ticket ist auch günstig dafür, dass ich jetzt bis 0 Uhr stehen kann. Ich habe gerade eben auch schon gehört, dass die am Soundcheck machen sind. Da sind die Kabinen. Ich glaube, da sind die Kabinen. Da sind die Jungs drin. Die Männers, Entschuldigung. VIP-Zelte, Häuschen. Das da, da ist auch die VIP-Tribüne. Da, man sieht zwar wenig, aber naja. Von Anfang, wie gesagt, ich habe ja da hinten geparkt und hier ist auch der Eingang für die Gäste, wo ich dann später reingehen muss. Wir schauen mal, ob wir jetzt so ein bisschen mehr Eindrücke sammeln können. Das ist gerade ein bisschen spärlich hier, wie ihr sehen könnt. Ich habe auch gerade eben schon mal durch den Zaun gefilmt, aber so viel war es jetzt auch nicht. Bevor das alles losgeht, würde ich gerne mal einen Tipp abgeben. Und zwar, die Eisdöfer haben ja wirklich eine sehr gute Leistung gerade abgeliefert. Crimmitschau auf Platz 3 sind auch nicht zu unterschätzen. Also, ich sage, es wird ein ganz knappes 3-2 oder ein 4-2 für Dresden, weil die momentan richtig, richtig gut drauf sind. Da ist auch gerade Soundcheck, wie ihr sehen könnt. So, hier stehen jetzt auch schon die ganzen Shuttlebusse. So, nicht, dass ihr euch jetzt wundert, wo ist denn der jetzt gerade so mitten im Nirgendwo, Feldweg, was ist denn da los? Ich versuche jetzt gerade da zu diesem Abschwungspunkt zu kommen, weil vielleicht kann man von da oben auch mal runterfilmen. Auf jeden Fall gibt es einen Weg dahin. Und den gehe ich jetzt gerade noch, weil ich habe so viel Zeit. Das nutze ich einfach. Einfach schöne Aufnahmen mitzukriegen. Warum nicht? Was mir hier nicht alles auf sich nimmt für gute Aufnahmen. Ist noch ein Moment zu laufen. Aber was ihr tun könnt, ist auf jeden Fall schon mal den Kanal abonnieren. Das mache ich hier alles für euch. Und dann lasst auch gerne mal ein Gefällt mir da. Und dann schauen wir mal, wann wir endlich mal oben sind. Und ob wir überhaupt hinkommen, ist das nächste. Vielleicht ist sie abgesperrt. Das weiß ich auch noch nicht. Das Wandern ist des Patricks Lust. Also das mit dem Singen sollte ich doch lieber lassen. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ja. Ja. Schade. Da unten wäre es gewesen. Man hört es vielleicht auch noch ganz dezent. Schade. Also ganz ehrlich, ich könnte jetzt außen rum gehen, vielleicht, um nochmal da oben an den Schanzentisch zu kommen. Aber ich gehe jetzt hier querfeld hoch. Ganz ehrlich. Das mache ich jetzt. Okay, das war echt ein Gekraxel. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Da unten sieht man es. Da ist das Hockey Outdoor. Da ist der Gästeeingang, Heimtribüne, Eisfläche. Das sind gerade schon Proben. Das ist auf jeden Fall eine ganz geile Aussicht. Aber wir gehen jetzt mal auf die andere Seite, weil da kann man durch. Und da hoch, klappt, das wird nichts. Fehlt nur noch, dass da hinten das Slenderman auftaucht. Und da oben über den Schanzentisch und dann runter ins Tal. So, dann hätten wir die Aufgabe auch abgehakt. Ich bin auch gespannt, wie ich danach in der Arena stehe, wie das dann nochmal die Sicht von unten ist. Ich hoffe, ich kriege einen guten Platz, also dementsprechend will ich auch relativ früh rein. So, da müssten wir jetzt runter, aber ich habe gesehen, hier geht es doch noch höher. Vielleicht können wir einfach mal gucken. Da fliegt eine Drohne. Hi. Hallo. Da kriegt jemand auf jeden Fall viel bessere Aufnahmen als ich. So viel ist klar. Boah, schön. Ah, von da oben, es muss eine richtig geile Sicht sein. Also gerade von da oben. Schade, schade, schade. Bessere Aufnahmen gab es jetzt leider nicht. Aber ist nicht so schlimm, das wäre jetzt nur so das i-Tüpfelchen gewesen. Macht nichts. Da kommt man aus dem Wald raus und hat auf einmal so eine richtig schöne Aussicht. Ah, schön. So, da runter ins Tal muss ich. Dann gibt es erstmal was zu essen. Ich würde ja gerne sagen, hier werden ab 22 Uhr die Bordsteine hochgeklappt. Aber hier gibt es keine. Also die Polizei ist auf jeden Fall auch richtig am Start hier.
Die Straße ist auch extra gesperrt, wie man sieht. Hab mir noch einen Döner geholt, den werde ich mir gleich noch schön reinpfeifen. Und dann habe ich eine gute Grundlage. Vor allem bin ich jetzt auch mal gespannt, wie viele schon davor stehen. Weil jetzt mitten im Klingtal war schon einiges los an Leuten. Überwiegend Grimmitschau-Fans. Gut, ist ja auch ein Heimspiel für die. Also, ich hoffe, da steht schon einiges davor. Hier stehen die Grimmitschauer. Hier geht's zur Heimtribüne. Also, was auch schön ist, da steht, das ist die Heimtribüne, Grimmitschau. Da hinten steht Dresden, in der Gästetribüne. Und da, seht ihr die Fahnen da hinten? Da steht sie, da hängt eine Fahne für jeden Verein der DEL2. Mega stark. Ich mache sie jetzt nochmal bequem hier im Auto. Schön was essen. Mein Döner liegt da. Und das Schöne an der ganzen Geschichte, wenn ich hier stehe und esse, die Arena ist direkt da. Auch der Eingang. Ach, ich lieb's diesen Platz. Ich lieb's einfach. So, ich habe fertig gegessen. Ich bin aber noch nicht ganz richtig angezogen. Das muss ich jetzt noch nachholen, bevor ich mich dann jetzt gleich anstelle. Und wenn ich mich im Gästebereich anstelle, weiß jetzt jeder ganz genau, was ich anziehen werde. Ah. Das nenne ich Timing. Und ich habe mich natürlich noch passend gekleidet. Let's go! Jetzt geht's los. So, wir sind drin. Das sind die Klos für heute. Willkommen beim Hockey Outdoor Triple. Das sieht geil aus. So, erstmal Bier geholt. 4,50 Euro ist okay. Jetzt müssen wir uns noch einen schönen Platz aussuchen. So, meinen Platz habe ich gefunden. Hier sieht man am meisten. Ich stand erst da unten, da hat man nichts gesehen, weil die Scheiben so beschlagen sind. Keine Chance. Langsam füllt sich die Arena. Langsam. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja, sind die Daten schon mal ganz gut, oder? Noch mit der Stimmung. Was auf der Mann so für Dresden. Und dann ist ja Rot anhaben für Grimmitschauer. Liebe Grimmitschauer. Wo seid ihr? Ja, das ist jetzt her. Aber Dresden, lasst mich nicht im Stich. Wo sind die Fans? Der Dresdner Eislöwen. Igor ist am Start. Jawohl. Fahnschwinger Nummer 1. Geschlagen und man sieht da gar nichts durch. Und wir haben drei Kandidaten, die sich jetzt hier etwas Nettes dazu verdienen wollen. Das ist unsere Nettie. Gebt zu unserer Nettie einen riesen Applaus, die ist aufgeregt. Nettie, komm zu mir.
bisschen spärlich. Siehst du Torhüter gerade? Es wird wieder der alte
Und ich denke, unsere Priester werden heute noch für Stimmung sorgen, aber jetzt gibt es unseren DJ, mein lieber Jens. Das gibt es nicht. Wir singen weiß, wir singen blau-weiß ESC, wir singen blau-weiß ESC, wir singen blau-weiß ESC, ESC! Ja, schön! Schubst du schon wieder vorne? Entschuldigung, ist mein Bauch. Was auch immer die uns sagen wollen, keine Ahnung. Was ist mit denen? Wir brauchen bitte Reinigungspersonal auf dem Eis. Da kommt Eis mehr geflogen. Ein bisschen rot und du siehst aus wie ein Idiot. Jawohl, schön! Jetzt komm! Ja, der weniger. Das zweite Drittel läuft die letzte Spielminute. Alter Vater. Schauen, der Testbehalt wird sehr spannend, das ist dramatisch. 14-3 für die Eiskiraten Kevin Schau. Roman, und jetzt ist Showtime. Jetzt ist Showtime und wir hoffen. Dann kommen wir! Keiner träumt besser als Stempel Pete! Was? Ich hab nichts verstanden. Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on!
Leidenschaft und Liebe für den Verein. So muss es sein. Und die ganze Nummer auf Lebenszeit! Jawohl. Dort hinten jetzt. Ja. Schade, schade, schade. Oh, schön. Oh Gott. Schade. Es gab
ganz, ganz Wichtige ist einfach, wir haben heute hier mit dem Sieg definitiv schon mal den Klassenerhalt sicher. Können wir die Musik hier mal ganz kurz ein bisschen leiser machen? Ja, das ist richtig, danke schön. Krimi-Show, Vollgas! Die Jungs sitzen wirklich bis zum Versinken. Deswegen alle nochmal gemeinsam. Auf die Jungs zumindest. Lasst euch feiern. Feiert die Mannschaft. Zieht einfach durch, was ihr wollt. Bleibt hier. Keine Ahnung. Einmal die Musik aus. Wir hatten nämlich heute ein Minute-Event. Lasst uns jetzt einmal feiern. Lasst bitte einmal die Musik aus. Dankeschön. Statement. Zeit fürs Fazit. Wie ihr seht, es ist auf jeden Fall nicht derselbe Morgen, denn ich war erst um 4 Uhr wieder zu Hause. Also, kleiner Tipp, sucht euch da irgendwo ein Hotel. Ich dachte, ach komm, das schaffe ich schon, weil ich bin viel fahren gewöhnt.
Ja, ich habe es auch geschafft, aber ich war einfach fix und fertig. Da ging gar nichts mehr. Ich bin wirklich nur noch ins Bett gekippt und Feierabend. Ganz im Gegenteil, die Fahrt hin, die war wirklich super. Ich hatte auch einen Top-Platz, wie ihr das im Video gesehen habt. Ich habe mich da wirklich dahingestellt, bin komplett durchgekommen. Da war auch so eine schöne, mit App konnte man sich dann ein Parkticket ziehen. Super einfach und super schnell ging das auch. Und das war auch vergleichsweise günstig. Also ich glaube, 5 Euro habe ich bezahlt dafür, dass ich dann wirklich bis Mitternacht stehen konnte. Kann man nichts sagen. So direkt gegenüber vom Eingang. Das war wirklich top. Wie ihr es am Anfang des Videos auch schon gesehen habt, habe ich versucht, auf die Schanze zu kommen irgendwie. Einfach um eine geile Aufnahme zu kriegen. Hat aber leider nicht funktioniert. Man konnte auch von ganz unten mit so einem Wagen nach oben fahren. Aber das war leider auch nicht möglich, weil da unten war... Das war ja alles im VIP-Bereich. So. Und ich hatte ja keine VIP-Karte. Und auch so, glaube ich, war es gesperrt, wenn ich das richtig verstanden hatte. Dadurch, dass ich ja dann schon mal da oben war und noch viel Zeit hatte, bin ich ja wirklich nach Klingenthal selber reingelaufen. Habe mir da nochmal was zu trinken geholt. Habe mir da nochmal was zu essen geholt. Also ein Döner war das. Habe mich dann ans Auto gesetzt und habe da nochmal gemütlich gegessen. Dementsprechend habe ich drin zum Beispiel nichts mehr zu essen gekauft. Also da konnte ich jetzt nicht beurteilen, wie die Qualität vom Essen war, wie das Preis-Leistungs-Verhältnis war. Aber natürlich, nach dem reibungslosen Einlass, der wirklich super abgewickelt wurde, habe ich mir ein Bier geholt. Und das war preislich wirklich vollkommen in Ordnung. Das hatte ich im Video ja auch erwähnt. Rundum war das wirklich super aufgebaut. Ärgerlich war es halt nur, ich wollte erst ziemlich weit nach unten gehen, damit ich nah an der Action bin. Aber die Scheiben waren so hart beschlagen, man hat halt nichts gesehen. Auf dem Video war es ja auch zu erkennen, beziehungsweise auch nicht zu erkennen. Die haben zwar wirklich das Öfteren auch abgezogen und von innen, von außen, aber es hat leider nicht viel geholfen. Das war ein bisschen ärgerlich, dementsprechend bin ich auch wieder hochgegangen und stand eigentlich ziemlich genau mit dem Rücken an der Wand oben. Also es war auch eine super Aussicht, kann man sich ja beschweren, da habe ich auch wirklich alles schön draufgekriegt. Problem war da nur, was dann wirklich so die Eislöwen-Fans angestimmt haben, hat man ganz spät bis gar nicht gehört. Das war ein bisschen ärgerlich von der Position aus. Dennoch war es allgemein sehr gut. Die Eispiraten haben auf jeden Fall auch sehr gut aufgefahren. Ne, mit dem ganzen Pyro, das sah schon gut aus, auch im Negativen. Am letzten Video, also Top Talk 10, bin ich ein bisschen genau drauf eingegangen, jetzt gleich im Abspann, da solltet ihr das anklicken können. Was ich ein bisschen schade fand, aber wofür wirklich niemand was konnte, da ging es wirklich nur so für mich, wahrscheinlich auch für andere, einfach nur so Optiksache, und zwar hätte einfach noch Schnee gelegen. Das habe ich eingangs auch erwähnt, direkt am Anfang vom Video. Wenn wirklich die ganze Anlage noch so in weiß gehüllt, mit den Tannen dahinter und alles mögliche, oh, das hätte ausgesehen, wirklich. Das hätte richtig, richtig schön ausgesehen. Denn auch das Feuerwerk später, wovon auch jede Menge da war, hätte sich dann auch so schön da drin geglitzert und alles. Oh, das wäre so toll gewesen, wirklich. Aber gut, war nicht da. Ist nicht so schlimm. Trotzdem hat alles wunderbar gepasst. Die DJ hat sich auch wirklich sehr viel Mühe gegeben. Er wollte viel Stimmung machen, hat vielleicht ein bisschen viel dazwischen gequatscht bei der eigentlichen Musik, wo man vielleicht tanzen wollte. Ist okay, jeder hat so seinen eigenen Stil. Will ich nichts groß gegen sagen. Bei mir kam es eher so semi an. Die Musikwahl war gut, die er hatte. Hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich konnte euch nur das jetzt wiedergeben, was meine Eindrücke waren. Nebenbei soll noch andere Sachen gelaufen sein. Das soll was mit dem Shuttlebus nicht geklappt haben. Aber kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Habe ich nur gelesen. Deswegen, meine Eindrücke waren wirklich sehr gut. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein nächstes Event. Was das angeht, das habe ich auch im Top Talk 10, bin ich ein bisschen genauer drauf eingegangen, wie man vielleicht die zukünftigen Hockey-Outdoors gestalten könnte. Auch so die Mischung zwischen erste und zweite Liga, vielleicht noch die dritte logischerweise. Das war es auf jeden Fall mit diesem Video. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, egal was ihr kommt. Macht's gut!